Wieder abkackt. So, also wir gehen rechts darüber. Ich will gucken, ob Rebecca dort war. Ansonsten gehen wir dann, holen wir uns die Batterie und gehen wieder in den Innenhof. Und dann dürfen wir nicht vergessen, auch noch eine Winde mitzunehmen. Oder war Rebecca vielleicht hier draußen? Glaube ich nicht. Ich gucke mich einfach mal so um. Mit Jill kriegen wir ja hier schon relativ früh den Granatwerfer. Und mit Chris haben wir Arschkarte. Da kriegen wir einen Scheiß. So, das war glaube ich Kenneth. Der ist aber aufgestanden. Dann haben wir den Tod. Oh. Ein Platz. Okay, hier hat sie nicht geschrien. Wenn ich sie nicht finde, hat sie Pech. Irgendwann taucht die schon wieder auf. Hoher Pfeiler. Wo ist die Tür? Da. Ja, hier mal ist. Hier war das nicht. Ich habe gerade das Gefühl gehabt, dass wir hier eine Spinne lang gelaufen. Okay, Rebecca, was los? Das kommt doch hin, dass das direkt, dass diese Räume direkt. Nee, der da, der liegt ganz links. Ach, scheißegal. Guck mal hier nochmal rein. Alles wieder vergeudete Zeit. Ja, hier ist nichts. Nur ein Papa und Scheiß drauf. Wir haben genug. Dann gucke ich jetzt nochmal in den anderen Raum rein. Ich bin einfach neugierig. Das ist alles Scheiße jetzt. Aber ich will der Sache auf den Grund gehen. So, wenn hier ist nichts drin. Diese Tür hat keinen Griff. Sie können nicht. Falsche Richtung. Hier lang. Recke, bist du auf. War ich zu spät oder was? Mein Gamepad tribiert. No. Scheiße! Scheiße! Das kommt, weil du diesen scheiß Cowgirl-Anzug an hast. Nein, Rebecca! Ihnen fehlen die Worte. Ja. Das ist mir noch nie passiert. Also werden wir das hier schon mal nicht. Also wir werden nicht das richtige Ende zu sehen bekommen. Oder das. Es gibt ja so viele. Ihr hört mein Gamepad jetzt auch irgendwann auf? Scheiße! Oh, hier ist sogar Blut. Ist das jetzt vom Hunter? Ich bin. Schweigeminute. Gamepad hört nicht auf. Weil ich so langsam war!
Das trifft mich jetzt aber. Rebecca ist tot. Aber diese blöde Kuh hat mir auch nicht geholfen. Da haben wir nämlich auch irgendwas falsch gemacht. Als mich diese Pflanze 42 in ihren Klauen hatte. Oder das musste man vorher machen, bevor die Pflanze 42 Chris angreift, dass man dann dieses V-Jolt oder Jolt auf die Wurzeln der Pflanze 42 kippt mit Rebecca. Aber ich konnte sie vorher gar nicht spielen. Irgendwas ist ja heute ganz, ganz komisch. Wo ist die andere Adlermedaille? Ja, mal gucken, ob mein Gamepad irgendwann aufhört. Ist doch zu Mäusemelken. Hör auf! Was wollen wir jetzt mitnehmen? Eine Batterie brauchen wir und die Winde. Mehr nehmen wir jetzt nicht mit. Ich bin immer noch in tiefer Trauer. Sonst muss ich gleich einmal kurz den Spielstand. Ach ne, ich habe nur. Also wir müssen jetzt noch so lange durchhalten. Oder ist die kurz Gamepad raus und dann wieder rein? Nee, das ist mir jetzt zu blöd. Ich war tatsächlich zu langsam. Scheiße. Also das habe ich mir. Das ist mir hier noch nie passiert. Wie gesagt, ich habe es, glaube ich, auf PC, Resident Evil Director's Cut, einmal durch mit Chris. Und mit Jill sowieso öfter und die GameCube-Version von hier vom Remake. Unzählige Mal mit Jill durch. Mit Chris glaube ich auch nur ein oder zweimal. Und das ist mir nie passiert. Scheiße. Ob wir sie hätten retten können, wenn ich nicht vorher in die zwei anderen Räume gegangen wäre? Hör doch bitte auf. Aber gleich kommt eine Sequenz. Dann hörst du vielleicht auf. Oder bald kommt eine Sequenz. So, jetzt müssen wir noch mal hier durch. Oh, scheiße, Schlangen. Scheiße, du Mistvieh! Da! Jetzt vibriert mein Gamepad nicht mehr. Meine Finger, Hand, Hände fühlen sich gerade. Ja, das war eine Massage für die Hände, Finger. Sowohl als auch. Bin ich vergiftet? Nein. Hunde sind doch tot hier, oder nicht? Krähen auch. So, hier setzt man die Batterie nämlich ein. In den heutigen Spielen würde da jetzt stehen, Batterie einsetzen, A drücken. So, und hier muss ich selbst drauf kommen. Nehme ich jetzt die Kurbel, benutze ich die Kurbel oder packe ich die Munition, die Gewehrmunition da rein? Oder nehme ich vielleicht doch die Batterie? Nehme ich mal die Batterie und ist es richtig. Dann fahren wir hoch. Und in den heutigen Spielen würde stehen, gehen Sie zum Pool und lassen Sie das Wasser ein oder sowas. Da muss man sich selbst überlegen, ja, was mache ich als nächstes? Das ist mein Schatten? Oh, scheiße, das wär, muss ich ja irgendwann nochmal durchspielen, wa? Also mit Jill habe ich es ja schon durch. Da habe ich aber nicht gestreamt, da habe ich denn. Die Videos kann man auf YouTube ansehen. Ist aber schon alt. Das war gerade zu der Zeit, als das HD Remaster neu rauskam, letztes Jahr. Irgendwas passiert immer.
Wenn wir das so betrachten, dann haben wir vor kurzem erst noch mit Rebecca das Abenteuer in Resident Evil Zero überstanden. Und jetzt stirbt sie hier. Sie überlebt den Horror in Resident Evil Zero, um dann hier zu sterben. Weil Chris zu langsam war, weil sie sich nicht gegen diesen blöden Hunter zur Wehr setzen konnte. Und wenigstens hat er ihr nicht den Kopf abgehauen. Denn das kann passieren. Da muss man nämlich aufpassen beim Hunter. Man kann ganz schnell zack, bumm, klör, tot. Kommt er angejumpt und säbelt an den Kopf weg. Deswegen war es hier beim ersten Hunter-Auftritt ganz cool. Nehmen wir mal hier was mit. Dass der mich angefallen hat und ich ihm dann eine Blendgranate ins Maul gestopft habe. Das haben wir nämlich hier alles eingesammelt. Dann gehen wir mal die Leiter hinunter. Jetzt geht das wieder los. Wo gehe ich lang und wo gehe ich nicht lang? Das nehmen wir mal mit. Hey. Wir haben ja noch Platz. So ein Zombies kommen hier, glaube ich, nicht. Das heißt, die Pistole werde ich hier auch nicht brauchen. So, hier ist nämlich schon Zapfenstreich. Na. Farbband nehmen wir mit. Wir haben ja Platz. Und hier ist auch eine Kiste. Packen wir die Kurbel weg. Ja, wir machen das mal so hier. Speichern wir erstmal. Na. Eine alte Schreibmaschine. Sie können Ihren Fortschritt speichern. Das Farbband verwenden. Ja. Achte Mal jetzt schon gespeichert. Vier Gil durchgespielt Daten. Interessant. So, 18 Schuss. Wollen wir erstmal so los. Durch die eiserne Tür. Links ist offen, rechts ist eine Sackgasse. Wer muss mit dem ja? Hey, cool, das bewegt sich ja gar nicht. Ich dachte, das rollt hier irgendwann raus. Ein großer Felsbrocken versperrt den Weg. Unter den Felsbrocken sind Blutflecken. Da hat schon jemanden leicht verletzt. Gut, jetzt haben wir ein bisschen mehr Munition. Jo, schon relativ weit. Hey. Dark, was? Dark Low Box? Dark? Ne, Dark Low Box. Dark Low Box. Klo, ich stelle immer das Klo da drin, ja. Ja, ich habe ja schon. Das ist ja jetzt insgesamt schon der dritte Stream, glaube ich. Aber ich stream nur in ganz, ganz weiten Abständen immer so, wenn ich ein bisschen Lust habe. Aber ich will es irgendwann durchhaben. Nur, ich weiß nicht, wie lange du schon dabei bist. Ich hab's versaut. Rebecca ist tot. Ich habe sie schreien hören, habe mich aber erst um andere Sachen gekümmert. Und dann habe ich den Raum nicht gefunden. Dann habe ich ihn gefunden. Lobo, Lobo reicht. Hallo Lobo. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich auf Resident Evil 7. Ich bin gespannt, wie das wird. Ich hoffe, auf der E3 wird es einiges zu sehen geben. Und ich hoffe auch schon mit Gameplay-Szenen. Gehen wir hier schon ran. Haben wir bald keinen Platz mehr. Kann ich das hier noch ein bisschen, ja, fetter mixen? Die Stromzufuhr führt. Ne, hier gehen wir noch nicht ran. Brauchen wir noch nicht. Da müssen wir sowieso noch was anderes finden. Das Ding wird jetzt nicht noch mit.